Geht weiter in Sachen Hochbeete, Kompostierung, Vorbereitung fürs nächste Jahr. Ich werde jetzt aber nicht im Garten bleiben, sondern es wird Zeit, dass ich eine ganz wichtige Zutat in meinen Garten hole. Dafür muss ich ein paar Kilometer mit dem Rad unterwegs und das mache ich jetzt. Auf geht's, ab zum Deich. Nicht allein zum Deich, ne? Ich wollte euch doch mitnehmen. Wir sind hier quasi am Husumer Außenhafen vorbei. Voll schönes Wetter. Trotz Kälte kann man das echt aushalten. So darf gerne eine Woche beginnen. Cool. Hinter mir der Anhänger. Nordsee. Oh, schön. Eigentlich hier. Ich wollte Schafscheiße sammeln für mein Kompostkonzept und für meine Beete generell, um da mehr Leben reinzubringen, um den Kompostprozess ein bisschen zu beschleunigen. Und ja, bisher habe ich keine Schafscheiße gesehen. Normalerweise fährt man da ständig durch mit dem Fahrrad. Aber ich muss zugeben, ich habe das nicht so ganz durchdacht, denn Gras wächst ja nicht mehr so. Dafür sind die Schafe letztendlich hier. Ich werde jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung aufbrechen und hoffe, dass ich da was finde. Wenn nicht, dann soll es heute nicht sein. Okay, ich düse mal weiter. Mit Schaufel und Tüte mache ich mich jetzt ran und werde die Schafscheiße sammeln. Auf geht's. Ich habe nämlich tatsächlich ein bisschen was gefunden. Gut, ich hoffe, ich bin scharf zu sehen, denn das Scharfstellen funktioniert heute mit der Kamera nicht so, beziehungsweise die letzte Zeit. Ich hatte so ein System-Update und habe die Befürchtung, dass sie ein bisschen was an diesem Zoom-Gezeug da, dieses Autofokus-Ding da, ein bisschen was getan haben. Ich hoffe, ich bin scharf. Ansonsten, ich bin im Garten angekommen. Hinter mir steht der tolle Anhänger. Da befindet sich die Schafscheiße drin und ich möchte das ja hier alles so in die Beete bringen und dafür gibt es zwar generell viel zu tun, allerdings mache ich heute eine kurze kleine Variante, weil ich bin im Moment auf dem Weg nach Hause. Mir geht es irgendwie immer schlechter, mir persönlich jetzt, aber ich möchte dieses Video noch zu Ende bringen. Worum geht's? Ich habe ja das Hochbeet hier vor meiner Nase. Guck, seht ihr das? Nicht scharf. Wenn ich jetzt raufgehe, zack, scharf. Kapiere ich einfach nicht, warum er das jetzt macht. Und er stellt auch einfach immer unscharf. Einfach nur genervt. Ja, hier ist ja generell viel passiert. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier auch Sägespänekram und so weiter. Ich habe hier das Ding weiter modelliert. Habe auch hier weiter Masse reingebracht. Bin da hinten auch am Tiefbuddeln. Ich will es einfach mal ausprobieren, wie sich das verhält. Ich muss jetzt einmal scharf stellen. Wohl geht wohl irgendwie nicht mehr von alleine. Da. Und da ist ein Hinkelstein hingekommen. Jetzt ist es wieder unscharf. Ist jetzt so, wie das ist. Habe hier einiges gemacht. Auch hier in dem Geschichtchen, in dem Bereich schon angefangen vorzuzeichnen, wo die Reise letztendlich hingehen soll. Da von der Seite kommt man dann gut ran an die Mitte und an die Beete. Hier das Gleiche. Und aber das seht ihr alles, wenn ich das weiter hochgebaut habe, dann wird es nachher deutlich klarer. Bei dem Keyhole-Beet ist auch ordentlich was hingekommen. Diese Thematik Keyhole-Beet, da habe ich ja einen Mehrteiler draus gemacht. Wer es verpasst hat, ich verlinke euch das mal oben rechts. Aber es passiert immer stetig was. Ich habe richtig tolles Kompostmaterial gekriegt, alles ja schon erwähnt und gezeigt.
Und in Sachen Kiwi-Beet ist es da hinten auch in der Ecke weitergegangen. Das möchte ich jetzt aber speziell gar nicht zeigen. Das möchte ich in der Reihe dann weiter zeigen. Aber dies hier ist quasi mein Vorzeigekompost. Und hier möchte ich auf jeden Fall einen Teil von der Schafscheiße einbringen. Das Ganze soll auch Sinn machen. Also wird nicht nur Schafscheiße benutzt, sondern auch, ich werde noch Holzkohle und Sägespäne, die da vorne sind, also da hinterm Anhänger, da, Kartoffelbeet ehemals, da sind noch Sägespäne, davon werde ich ein bisschen was reinbringen und alles ein bisschen vermengen und mit der Forge ein bisschen Luft dran lassen letztendlich. Muss mal gucken, wie ich das nachher lasse, aber ich hoffe mir durch die Schafscheiße definitiv eine schnellere Kompostierung. Ja, und Ziegelmehl ist es bei mir letztendlich, es ist kein Urgesteinsmehl oder vielleicht ist es das gleiche, aber ich habe eben keine Ahnung, ob man das dann so schimpfen darf. Ich zeige die ganze Zeit auf dem Kompost, ist doch schöner, wenn ihr mich anguckt. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Schafscheiße, Holzkohle, Mehl sind alles Bestandteile von Terra Preta. Terra Preta habe ich bisher noch gar nicht genannt. Gehört auch alles mit so einem Permakultur-Ding. Terra Preta ist übersetzt, glaube ich, heißt es schwarze Erde. Terra Preta, ja, könnte sein. Kommt, glaube ich, aus dem Südamerikanischen, das ganze Geschichtchen. Da hat man irgendwie mal die Erde aufgemacht, gebuddelt und hat ganz viele Tongefäße gefunden. Und in dieser Kuhle ja, hat sich quasi selbst verkompostiert. Da haben die ne, menschliche Exkremente und so weiter, ist alles da drin gelandet, Essensreste und. Und daraus ist richtig geile Terra Preta entstanden. Ist für mich auch ein komplexes, total spannendes Thema, weil es mich jetzt gerade erreicht. Jetzt nicht in diesem Moment, sondern generell die letzte Zeit. Ich finde das super spannend. Berkeley Compost, wer das schon mal gehört hat, ist eine Kompostierung, die zum Beispiel nur 30 Tage dauert. Da macht den Kompost fertig und wenn das Ding läuft, so wie es laufen soll, ich habe das schon in einem Video gesehen, dann hat man nach 30 Tagen komplett richtig geilen Humusboden, mit dem man Sachen anbauen kann. 30 Tage, das ist echt krass. Da werde ich hier auf jeden Fall drüber sein, gar keine Frage, aber ich will probieren, wie sich das alles so verhält. Ich habe ja hier schon einiges reingearbeitet, habe ich euch schon gezeigt in dem, wie heißt das Video? Ich habe sogar keine Ahnung mehr, wie das Video hieß, aber ich werde es euch jetzt in diesem Moment mal oben rechts verlinken. Ja, und ich habe halt Hoffnung, dass das alles ein bisschen schneller geht, weil ich habe festgestellt für mich so, alle sind sie fertig, oder was heißt festgestellt, ich schwimme ja sowieso ein bisschen gegen Strom, könnte man fast sagen. Alle haben sie ihre Beete fertig, alles wieder entkrautet und so. Klar, die haben ihren Kreislauf, die haben ihre Gärten schon länger. Ich habe gerade erst angefangen, ich bin quasi noch Welpe. Und aber nichtsdestotrotz habe ich mir selber die letzte Zeit ein bisschen viel Druck gemacht, diese ganzen Sachen irgendwie noch zu schaffen. Ich möchte auch generell dranbleiben, aber ich glaube, der Druck ist unbegründet. Und wenn ich hier von heute auf morgen was anbauen möchte, dann würde ich das alles so weit vorbereiten oder so weit umscheffeln und Erde holen und so weiter, dass das funktioniert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es dann auch gehen würde. Das heißt, warum mache ich mich eigentlich wild? Vielleicht auch ein Denkanstoß für euch. Ich werde hier so einfach freischnauze weitermachen. So Stück für Stück die anderen Beete durchgehen und ja, dann werde ich, denke ich, auch glücklich werden. Ich werde jetzt auf jeden Fall zur Tat streiten, die Schafscheiße größtenteils hier reinhauen, wahrscheinlich auch da drüben noch mit rein. Mal schauen, die eine oder andere Stelle ergibt sich vielleicht noch, aber ich glaube im Groben und Ganzen wird sich das hier auf die zwei Beete beschränken, beziehungsweise Kompost und Beet. Noch ist das hier so ein bisschen Kompost, ja. Okay, ich leg mal los. Ja, ich stellt sich nach wie vor einfach ab irgendeinem Zeitpunkt unscharf. Ich verstehe nicht warum. Naja, muss ich mitleben? Müssen wir mitleben? Ich habe jetzt hier die Mitte frei gemacht. Der ganze Kompostkram zersetzt sich auch. Da unten gibt es auch viele Stellen, wo richtig schöne Wärme herrscht. So an anderen Stellen auch so. Und hier in die Mitte werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal Sägespäne hinpacken. Dann kommt die Schafscheiße drauf, Urgesteinsmehl drauf, Holzkohle drauf. Ich werde das Ganze auch ein bisschen vermengen. Und ja, lieber zeigen als reden, ne?
Da war ich ein bisschen zu voreilig, falsche Reihenfolge, aber macht nichts. Also, ne? Es wird ja sowieso immer mal wieder vermengt. Da ist die Schafscheiße überall zwischen. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt auf jeden Fall ein Urgesteinsmehl und was ich noch an Holzkohle da habe. Holzkohlereste. So sieht das Ganze aus. Schafscheiße, Ziegemehl habe ich hier zwischen als Ersatz für Urgesteinsmehl. Aber ich glaube, das sollte auch gehen. Wofür macht man das Ganze? Das hat was mit den Mikroorganismen zu tun, mit Speicherfähigkeiten von Wasser und Nährstoffen. Also es hat definitiv einen positiven Effekt. Was da genauer bei rumkommt noch, kann ich euch gerne wann anders erzählen, wenn ich dazu. Das wird immer unscharf. Also ich kann es nicht ändern, Leute. Ich bin schon angefressen. Ja, egal. Gut, Holzkohle noch rein und nochmal Späne oben drauf. Dann werde ich das Ganze nochmal vermengen, auch mit dem Laub. Und dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Also wie beschrieben, jetzt alles drin. Holzkohle habe ich noch reingebracht. Das Gesteinsmehl ist drin, Sägespäne, Äpfel, das ganze Laub. Also es muss ja auch geschützt werden. Jetzt kommt noch mal eine Gießkanne Wasser drauf und dann soll es das auch gewesen sein. Habe ich überhaupt noch Wasser? Ansonsten muss die Natur das regeln, dann dauert es halt ein bisschen länger. Okay, mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Ich denke, ich werde euch noch ein bisschen was eingeblendet haben, damit es euch von den Verhältnissen und so klarer wird. Normalerweise kommt da super viel Holzkohle rein. In diesem Fall hatte ich leider nicht mehr so viel, wie ich gerne wollte. Das wird dann aber irgendwann noch nachgezogen. Wird ein Feuerchen gemacht, Holzkohle produziert. Ich habe hier genug noch zum Verbrennen. Und dann kommt das da alles mit rein. Und ihr werdet sehen, das wird richtig gute, tolle, humushaltige Erde. Ich bin gespannt, wie das nachher alles aussieht. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen mehr machen, aber es soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das konnte euch bereichern, ein bisschen Denkanstöße geben, ein bisschen was anrollen lassen. Permakultur, Terra Preta, EM, Bokashi, da gibt es jede Menge Fachbegriffe zu der Geschichte. Ich bin selber frisch drin und ich werde euch definitiv weiter auf dem Laufenden halten, wie sich das bei mir entwickelt. Ich bin fest davon überzeugt, dass hier richtig geiler Boden, richtig schöner Humus entsteht und Leben bringt Leben, nährstoffreiche Böden. Die Erde ist nicht mehr nackig, sondern kann die Pflanzen dann nachher richtig schön mit Nährstoffen versorgen. Und ja, es ist letztendlich ein Designprinzip, eine Möglichkeit. Gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, die auch super sind. Jetzt ist da so ein kleines Tierchen in der Kamera. Bist du ein bisschen, eine kleine Rampensau. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber macht nichts. Gedächtnis ist leer. Vor allem das Kurzzeitgedächtnis. Ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars.